So, hallo, dann möchte ich euch erstmal alle zu meinem Vortrag begrüßen. Ich möchte euch einfach ein paar Bausteine fürs K-Hacken einfach mal so ein bisschen vorstellen. Einfach, dass man mal so ein bisschen Gefühl kriegt, was heutzutage einfach schon mit ein bisschen Open Source Software, ein bisschen Open Source Hardware alles schon möglich ist, was man machen kann. Ja, ich möchte mich ein bisschen aufs CAN-Protokoll beschränken. Ein aktuelles Auto hat mehrere verschiedene Busse, da kommen wir nachher noch dazu. Das werde ich alles ein bisschen ausklammern, weil der CAN-Bus ist, sage ich jetzt mal, der erste Bus im Auto, der sich durchgesetzt hat, und das ist auch eigentlich derjenige, der auch am meisten Verbreitung hat, auch außerhalb vom Kfz. Da werden wir auch nachher noch ein bisschen zukommen. Also ein Auto besteht heutzutage meistens aus mehr als einem Bussystem. Deswegen, aber der CAN-Bus ist, wie gesagt, also es gibt heute schon so Elektronik-Dinger. Die haben schon einen vollwertigen CAN-Bus-Chip drauf. Damit kann man ja die Homes-Automation oder sowas alles auch schon ansteuern. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Hat irgendjemand von euch schon ein bisschen mal in das Thema reingeschnuppert? Irgendwas schon mal selber gemacht? Super. Mit Arduino? Oder? Sehr gut. Danke. Einfach ein bisschen ein Gefühl zu kriegen. Was ich vorstellen möchte, wie gesagt, ich möchte einmal Machina vorstellen. Machina ist ein Kickstarter Open Source Projekt. Das sieht so aus. Das besteht einmal aus einem OBD-Stecker, der im Auto einfach eingesteckt werden kann. Und es sind zwei Teile. Es ist eine Platine mit einer Schnittstelle und ein Arduino. Und der Arduino ist aber ungefähr um die Hälfte geschrumpft gegenüber einem Standard-Arduino. Also das ist eine extrem kleine, extrem schicke Geschichte. Und es ist auch ein Speicherkartenslot drauf und es funktioniert halt trotzdem mit der Arduino IDE, was sehr, sehr angenehm ist, weil diese ganzen, ja, mit Eclipse oder sowas, ich weiß nicht, da stehe ich nicht so drauf. Das zweite, was ich vorstellen möchte, ist Servican. Das ist eine Softwarelösung, einfach um das Protokoll ein bisschen auszuwerten und zu interpretieren, weil das Schwierige beim CAN-Bus ist einfach nachher das Entsperren, also oder das Zurückkodieren von den ganzen Nachrichten in irgendwas Sinnvolles, weil einen Datenstrom rauszukriegen ist das eine, aber man möchte ja auch schließlich wissen, was sich dahinter versteckt. Und das sieht man tatsächlich am besten, oder ich habe das mit dem Servican eben sehr, sehr viel gemacht und das funktioniert sehr, sehr gut. Danach noch eine kleine, so ein Kurzüberflug über das CAN-Bus-Protokoll, da kann man allein Vorträge machen, aber ich möchte einfach mal so ganz kurz einmal drüber, dass man sieht, wo ist das, wie sieht das aus und was bringt uns das. Wenn wir dann noch Zeit haben, können wir noch ganz kurz über den OBD. Das ist der Standardstecker, der praktisch bei jedem Auto heutzutage mit dran sein muss. Und da können wir auch vielleicht noch mal kurz drauf eingehen. So, jetzt das Gleiche noch mal ein bisschen in groß. Das hier ist alles, was es von Machina gibt. Und zwar, das besteht immer aus zwei Teilen. Es besteht einmal eben aus dieser Interface-Karte und das zweite ist diese Arduino-Karte. Es gibt zwei Versionen. Es gibt eine, die einfach über den OBD-Anschluss angesteckt wird. Das ist die, wo ich auch vorher gezeigt habe. Und es gibt noch eine zweite, die hat zwei Schnittstellen. Die kann man direkt im Motorraum verbauen. Weil, also ich zum Beispiel habe das Problem, bei meinem Auto wird die OBD-Schnittstelle erst nach der Zündung eingeschaltet. Das heißt, den ganzen Verkehr, der vorher geht, den sehe ich gar nicht. Den kann ich aber mit dem hier dann trotzdem abfangen, weil ich halt direkt im Motorraum direkt zwischen den Bus reingehe. Jo. Wie benutzt man das ganze Ding? Also es ist eine Erweiterung von der Arduino-Geschichte, wie gesagt. Das heißt, ich brauche einmal die Arduino-IDE und ich tue einfach ein zusätzliches Board einfügen und dann bekomme ich auch sofort die Machina-Boards. Und dann kann ich die einfach als Board auswählen. Das heißt, ich habe hier unten einen neuen Punkt, Machina Boards, und damit kann ich auch die ganz normalen Standardsachen machen. Das ist nämlich auch immer so der Punkt. Ich muss natürlich immer erst nochmal gucken, okay, wird das wirklich erkannt? Und hier sieht man auch schon, das ist ein Arduino Duo-Klon. Das heißt, der hat auch ein bisschen mehr Leistung, sage ich jetzt mal, als ein paar mehr Schnittstellen als der Standard. So, genau. Empfehlung gerade für den Anfang ist halt wirklich erstmal so zu gucken, funktioniert das Ganze.
einfaches Beispiel ist dieses sogenannte Blinkbeispiel. Gucken, dass es drauf läuft und ja, dann sollte das Ding auch einfach blinken. Es hat eine ganz normale LED drauf und das funktioniert dann eigentlich auch ganz gut. Wenn das hier drauf ist, dann hat man sich eigentlich, ja, dann hat man die Funktionalität eigentlich schon nachgewiesen. Und das sind auch bei dem Kickstarter-Projekt, die haben auch ein Forum gegründet und dort sind auch relativ gute Beispielcodes. Also gerade auch diese Anbindung an Servican oder sowas, dort ist tatsächlich das Forum dann wirklich mal ein richtig guter Einstiegspunkt. So, ich würde euch einfach jetzt das mal zeigen, wie das aussieht. Und zwar habe ich mit Servican, ich mache das mal ganz kurz zu. So, das hier ist Servican. Ich habe hier sogar schon, ich bin schon einen Schritt weiter. Und zwar, es gibt eine Datenbank dahinter, die hilft mir zu dekodieren, was diese Sachen sind. Das heißt, hier sehe ich schon diese komplette dekodierten Nachrichten. Und da kann ich dann auch drauf gehen. Und da sehe ich plötzlich, dass in diesem Datenblock schon deutlich, deutlich mehr drin sind. Also da sehe ich zum Beispiel, welche Nachrichten gesendet werden, also welche Leuchten vorne im Motor zum Beispiel oder was im Dashboard alles angezeigt wird. Ich mache es mal nochmal zu. So. Okay. Genau. Also das merkt man dann relativ schnell, dass man da schon jede Menge Datenschnipsel dann sich sammelt. So. Servican ist eine Qt-Anwendung, die gibt es für die ganzen normalen Betriebssysteme, also für Windows gibt es das, es gibt es für Mac, es gibt es für Linux. Das fand ich eben sehr, sehr schick, weil ansonsten, ja, wenn man sich wieder bloß an eins, ja, das ist dann auch immer doof. So. Ich habe eben mehrere von diesen Protokolldateien einfach und die kann ich einfach laden. Das hier war jetzt so eine 2-Stunden-Fahrt. Ja, das sind dann schnell mal ein paar Gigabyte, wo man da zusammenkriegt, wenn man da ein bisschen fährt. So. Am Anfang bringt mir das halt noch nichts. Ich muss es dekodieren, weil ansonsten sehe ich einfach nicht, was passiert ist. Zum Dekodieren gibt es ein genormtes Format. Das sind sogenannte DBC-Dateien und die kann ich dann verknüpfen. Und sobald ich diese Verknüpfung hergestellt habe, habe ich dann auch diese Auswertung. So. So. War das die richtige? Ja, das müsste passen. So. Genau. Es gibt von diesen DBC-Dateien gibt es von Comma.ai, das ist auch ein Open-Source-Projekt, die bauen an Open-Source-Autopiloten gerade nach. Und die fangen gerade an, diese DBC-Dateien komplett von den ganzen Herstellern zu dekodieren. Also das ist sehr, sehr geil. Also über die Comma.ai. Und das Problem ist, die sind nicht ganz deckungsgleich wie die für Servican. Da gucke ich gerade, ob man da ein Parser schreiben kann, weil die haben schon sehr, sehr viele. Also die sind ein bisschen auf die Japaner, aber das ist ja im Prinzip egal. Also wenn man da einmal eine Schnittstelle hat, wenn man da einmal weiß, wie die kodiert sind, dann funktioniert das eigentlich schon ganz gut. So. Also der Canvas an sich wurde 87 vorgestellt. 88 sind die ersten Chips rausgekommen. Es gab zwei Chips. Es gab einen von Intel und es gab einen von Philips. Intel hat einen sogenannten Full-CAN-Chip gemacht. Die haben das ganze Protokoll implementiert. Während Philips, was Infineon ist, die haben das Ding Basic-CAN genannt und haben einfach den Befehlssatz reduziert. Das ist ein bisschen eklig, aber das kann einfach passieren. Also ein Philips-Chip kann zum Beispiel einfach manche Befehle einfach nicht. Heute, dadurch, dass der Preisverfall so hoch ist, gibt es eigentlich praktisch nur noch Full-CAN. Also die ganzen neuen Chips haben eigentlich immer den gesamten Befehlssatz von Bosch implementiert. Ich habe hier zwei S-Klassen drauf. Und zwar hat das den Grund, die S-Klasse, eine W140, war das erste Auto, was ein CAN-Bus drin hatte. Und zwar hatten die das Problem, die hatten so viele Elektronik da drin, dass sie einfach schon gar nicht mehr das gehandelt bekommen haben. Und ja, kurz davor ist, wie gesagt, der von Bosch vorgestellt worden.
Zum Vergleich, damals haben 5 Steuergeräte gereicht. Also ich habe bei mir, ich habe einen Toyota von 2007, ich habe ungefähr 12 Steuergeräte. Wenn ich das vergleiche mit einer aktuellen S-Klasse, die hat über 100. Also das ist schon Wahnsinn, was so in gerade in Limousinen, sag ich jetzt mal, da verbaut wird. Dazu kommt, was ich vorher auch schon gesagt habe, es gibt nicht nur den CAN Bus, sondern die benutzen sehr, sehr viele Busse. Ich kann auch an einem Busstrang maximal 30 Geräte anschließen. Das heißt, wenn ich 100 Steuergeräte habe, sage ich jetzt schon mal, es gibt auf jeden Fall mindestens 3 Busse. Die Hersteller können die Nachrichten selber vergeben. Das ist eine ganz, ganz wichtige Info. Das macht auch gerade diese DBC-Dateien, von denen ich gerade vorher geredet habe, so extrem wichtig. Weil ich muss wirklich wissen, was ist für mein Auto oder zumindest für meinen Typ vom Auto dieses Format, wie ist es kodiert. Wenn ich das nicht habe, dann habe ich halt nur diesen Datenstrom, den wir vorher ja auch gesehen haben. Und das ist dann halt schon ja, relativ schnell unübersichtlich. Da sieht man auch, wie gesagt, bei der ersten S-Klasse, es gab 100 Nachrichten. Wenn ich heute sage, okay, ich habe heute ja bis zu 6.000 oder mehr als 6.000 sogar, das ist schon echt gewaltig, was sich da getan hat. Und das war einer der Hauptgründe, warum ich mein Auto auch jetzt nicht mehr hergebe, weil einfach jetzt mit einem neuen anzufangen, das ist einfach so komplex. Da bin ich einfach froh, wenn ich einfach eins habe, was schon ein paar Jahre alt ist, wo ich halt sage, okay, 10 Steuergeräte, das kriegt man noch einigermaßen hin. Ich habe auch jetzt schon so ungefähr 70 Nachrichten, wo ich einfach weiß, okay, was sie bedeuten, wo sie hingehören, was ich machen muss, dass sie sich so verhalten. Aber das ist schon, ja. Also, neues Auto ist da nicht einfach. Ich mache das mal kurz kleiner. So. Genau. Also, die CAN-Nachrichten, die bestehen immer aus zwei Werten. Und zwar, ich habe für jedes Gerät habe ich eine Priorität und eine Adresse. Ganz wichtig beim CAN-Bus ist, es ist einfach, es ist serverlos. Das heißt, jeder kann mitreden. Das heißt, wenn der Bus voll ist, fällt halt irgendwas hinten runter. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen ungünstig, wenn so Informationen für die Bremse oder sowas hinten runterfallen. Von dem her gibt es diese Priorisierung. Das heißt, auch wenn sich die drei um den Bus gerade streiten, ich glaube, es ist eine gute Idee, dass die Bremse gewinnt. Weil ob mein Getriebe jetzt, sage ich jetzt mal, im optimalen Verlauf ist oder ob da gerade die Temperatur ein bisschen zu hoch ist, wenn ich gerade eine Vollbremsung mache oder der Brückenpfeiler kommt, dann ist das vielleicht doch gerade nicht so wichtig. Der CAN-Bus an sich, der wird terminiert mit einem 120 Ohm Widerstand auf beiden Seiten. Da muss man auch immer ein bisschen drauf achten, wenn man so den Bus selber baut. Das ist auch was, was man ganz gerne immer so ein bisschen übersieht, dass das dann nicht funktioniert. Also das hatte ich am Anfang auch immer so bemerkt. Naja, lernen. Genau. In dem Fall würde ich jetzt noch ein bisschen über die OBD2-Schnittstelle was sagen. Und zwar die OBD2-Schnittstelle. Die muss jedes Auto haben, was in den USA verkauft wird. Es gibt auch eine europäische Norm, ist identisch wie die amerikanische. Aber wichtig ist, dass jedes Auto heutzutage diese Schnittstelle hat. Je nachdem, es gibt verschiedene, also der PIN 1 und der PIN 9 zum Beispiel, die kann jeder Hersteller selber benutzen, wie er sie möchte. Ich habe jetzt einfach mal die PINs, die nur für einen CAN wichtig sind, markiert. Allein mit denen kann ich im Prinzip schon, wenn ich ja einfach irgendeinen Stecker habe oder einfach so ein Kabel und schon ein Arduino-Shield oder sowas, kann ich schon diese Daten dann auch abgreifen. Also gerade auch für ein Arduino gibt es mittlerweile auch eine ganz erhebliche Anzahl von Shields, die das schon machen. Der OBD2-Schnittstelle ist eigentlich zur Fehlerauswertung gedacht, deswegen kennen es wahrscheinlich auch sehr, sehr viele. Da gibt es diese kleinen Chips, mit denen man dann auch die Fehlermeldungen zurücksetzen kann. Damit das überhaupt funktioniert, gibt es verschiedene Gruppen. Es gibt diese vier Gruppen, diese Nachrichten als Fehler, die besteht immer aus einem von diesen vier Buchstaben und dahinter kommt dann die ID. Und auch dort haben wir das dann wieder, dass die Hersteller die IDs auch wieder selber vergeben können.
Und ich habe jetzt hier einfach mal geguckt, was verbirgt sich denn hinter jeweils 001. Und genau, also aus dem Bereich Motor, Getriebe zum Beispiel, da ist das hier dann so die Fehlermeldung. Wie die allerdings natürlich dann wieder interpretiert ist, das ist dann auch wieder das, wo dann jeder Hersteller wieder sein eigenes macht, wie er es denn haben möchte. Das ist dann auch immer so der Punkt. Genau. Ja. Dann habe ich, genau, ich würde jetzt nochmal das mit dem Sevi kennen. Das ist sehr gut, dass wir noch Zeit haben. Das ist nämlich so. So. Na super, nicht mal korrupte Dateien. Und zwar, ich kann nämlich im Servican, habe ich nämlich dann auch die Möglichkeit, diese ganzen Sachen, je nach Steuergerät, kann ich die nämlich dann auch grafisch Paket für Paket ausgeben. Das ist extrem cool und das macht es natürlich dann auch ein bisschen einfacher, wenn man, sagt, Vorsicht, nicht erschrecken, wenn man so ein bisschen sieht, was die einzelnen Nachrichten heißen. Hier habe ich jetzt nämlich dann auch wieder den Punkt, ich kann halt jetzt sagen, okay, das hier ist von diesem Steuergerät mit dieser ID. Das ist das, was der alles gerade über den Bus sendet. Und so kann ich eben eins nach dem anderen vorgehen. Und so sieht man dann auch relativ schnell, was passiert. Also man kann sich da wirklich Paket für Paket emporhängeln. Das heißt, wenn man weiß, okay, über diesem Steuergerät läuft zum Beispiel einfach die Motorsteuerung oder sowas und ich habe irgendeine Motorkontrollleuchte als im Display. Dann kann man halt mal sagen, okay, ich schalte mal die anderen einfach mal ab und ich fange mit dem einfach mal an und ich tue mir einfach mal diese Informationen raussuchen. Und ich kann ja dann auch gezielt manipulieren, also zum Beispiel Blinker oder Drehzahl oder Geschwindigkeit, das sind alles so Sachen, wo man dran spielen kann, wo man dann auch rauskriegt, wie man das, was dann rauskommt. Genau. Genau, hier sind wie gesagt die Steuergeräte. Dadurch, dass doch jedes Steuergerät einen anderen Zweck hat, ist natürlich dann auch die Kurve jeweils unterschiedlich und es kommt wirklich ein bisschen drauf an. Also manchmal hilft es einfach zum Verständnis. Manchmal wird es dann auch wieder, wenn man, also es bringt einen auf eine falsche Fährte, das ist dann auch immer so ein bisschen gemein. Haben wir vielleicht noch Fragen für ein, zwei Fra Zeit für ein, zwei Fragen? Also, in dem Fall, wenn noch jemand Fragen hat, von nee. Ist korrekt. So in dieser. Moment, die Bremse hat zwei Nullen. 0, 0 und dann die 1. Die Anzahl der Nullen? Hier. Die ist Teil der Adresse. Genau. Also also so funktioniert die Adressierung eben. Deswegen, also hast du vollkommen recht, die Priorität wird eben über die Anzahl der Nullen gemacht. Und wie das Gerät angesprochen wird, ist immer aus diesen zwei Teilen, also die Priorität und die Adresse, das wird zur Adressierung verwendet. Ah, okay. Oh, jetzt funktioniert es Ah, besser. super. Ja, normalerweise, wenn man irgendwie Speck liest oder so, da wird es nicht aufgetrennt. Da gibt es halt ein Bitfeld. Also wenn es Standard-IDs sind, dann sind die 11 Bit lang. Wenn es Extended-IDs sind, sind sie Ist 29 Bit vollkommen lang. richtig. Aber die Priorität, wie gesagt, wird immer davor noch mit hingeschickt, weil ansonsten kannst du nicht sagen, was ist. Ah, der Junge? Ja. Wenn du es bei dem Auto da rumbastelst und Ja. auch Nachrichten verschickst unter der Fahrt und hast du da.
ein bisschen Bedenken bezüglich der Sicherheit, ob da irgendwo... Ja, sehr, sehr stark. Also ich würde definitiv erstmal anfangen, wie gesagt, wirklich nur mit dem lesenden Zugriff, weil das ist natürlich, du bist auf dem Canvas. Das ist schon sehr, sehr, ist ein riskantes Spiel natürlich. Und was natürlich ist, deswegen auf jeden Fall lesenden Zugriff. Ein bisschen hilft dir, dass beim Canvas immer Werte, also so Werte hinterlegt sind. Das heißt, ein Steuergerät macht immer nur in der Range, wo es arbeiten soll. Das heißt, du kannst mit dem VW Golf zum Beispiel nicht einfach sagen, okay, ich fahre jetzt 370 oder sowas. Dann wird der Tacho sagen, nee, das ist außerhalb des Specs, das wird nicht funktionieren. Aber trotzdem, vollkommen richtig. Also lesen ja, dekodieren ja, simulieren ja, aber schreiben, wie gesagt, würde ich erstmal nicht machen, wenn man nicht weiß, was da dran hängt. Oder ansonsten auf eBay Steuergeräte holen und Dashboards. Das funktioniert auch ganz gut. Du hast eben gesagt, hier die Priorität ist mit der Anzahl der Nullen. Mit der Anzahl der Nullen definiert. Ja. Könntest du vielleicht mal definieren, was Anzahl der Nullen hier bedeutet? Links, genau. Also, du hast hier zwei Stufen 0. Das heißt, die Bremse ist einfach in diesem Bus, hat immer die höchste Priorität von diesen dreien. Mit Anzahl 0 ist gemeint. Wie viel links? Korrekt, korrekt. Zweite Frage, gibt es auch Möglichkeiten mit den Teilen, die du da hast, die Daten zu manipulieren? Naja, was heißt also die Daten? Nicht die Messages, sondern das, was gespeichert wird im... Es ist, ein Textformat. Das heißt, dadurch, dass es nicht serverbasiert ist, kannst du wieder Sachen reinschreiben. Also ich kann nur neue Messages reinschreiben, mhm, und kann ich vorhandene ändern. Richtig, was aber fürs System dann wieder egal ist, weil die nicht wissen, wo es herkommt. Also es gibt kein Quellfeld in dem Sinn. Das heißt, die Nachrichten, die auf dem Bus sind, sind auf dem Bus. Können wir im Nachgang einfach. Kleiner Einschub dazu. Ich kann natürlich zusätzliche Nachrichten auf dem Bus tun. Ich muss aber, damit die originalen Nachrichten nicht abgearbeitet werden, muss ich sie kaputt machen. Also ich kenne, die ID steht vorne in der Nachricht drin, bedeutet, ich kann einfach den Rest mindestens dann hinten halt die Checksumme kaputt machen und dann kann die Originalnachricht nicht mehr abgearbeitet werden und aber deine zusätzlich eingefügte, die kann ja dann noch, wenn sie nicht jemand anderes kaputt macht, bearbeitet werden. Also mit der Methode können sich auch zum Beispiel Steuergeräte, die Amok laufen, von einem anderen Steuergerät vom Netz genommen werden. Also die machen dann die Nachrichten des Geräts kaputt. Sozusagen. Genau, wobei, wenn ein Gerät Amok läuft, dann könnte das einfach nur noch Nullen senden und dann kann niemand anderes mehr kommunizieren auf dem Bus. Super. Genau, also in dem Fall, wie gesagt, ich stehe nachher noch zur Verfügung, wenn ihr noch Fragen habt. Ich bedanke mich erstmal bei euch für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch ein wunderschönes Easter Egg. Dankeschön. Applaus